Ja, hallo Leute, hier ist Scheel. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen im Jahr 2012. Und das letzte Jahr haben wir eigentlich mit einem ordentlichen Knaller beendet. Da hatten wir eine Menge Spaß mit diesen Sumatory Dreams. Das soll sich jetzt ändern. Also jetzt machen wir hier mal ein bisschen mehr Schwarz und Weiß, wie ihr seht. Wenig Farben, viel Tristesse, keine fröhlichen Menschen weit und breit. Das Spiel, was wir jetzt vor uns haben, heißt Limbo. Und eben hieß es noch, ich soll eine Taste drücken, um es zu starten. Ich habe jetzt eine Taste gedrückt, spielen. Ich drücke eine andere, okay, mit der geht es schon besser. Steuerung war anscheinend ganz simpel, links, rechts, oben. Und eine Taste fürs Benutzen habe ich auch. Also ich kann nach links laufen, nach rechts laufen, springen und Dinge bewegen. Gespielt habe ich es noch nicht wirklich. Ich habe immer nur geguckt, ob es mal funktioniert. Dann habe ich es sein lassen. Nicht weiter angerührt. Deswegen weiß ich leider auch nicht so viel, was die Hintergrundstory zum Beispiel angeht von dem Spiel. Aber ich glaube, die brauchen wir noch gar nicht. Akzeptieren wir einfach mal, dass ich ein kleiner Junge mit merkwürdig hell leuchtenden Augen bin, der sich in einem, wie es scheint, Wald aufhält. Komplett in Schwarz-Weiß, wie gesagt. Naja, musst du auch mal haben. Okay, und es gibt keine Musik oder so. Kann ich runterspringen? Geronimo! Das könnte zu hoch sein. Ja, okay, es war wirklich zu hoch. Machten da die Knochen des Knaben. Und wie komme ich jetzt hier rein? Ah, okay, mit einer weiteren Taste. Gut, das hat also nicht ganz so gut geklappt, aber das ist auch ein schwieriges Hindernis, was uns die Entwickler hier ganz am Anfang präsentieren. Versuch mal. Slip and slide. Na, jetzt sieht doch hier ein bisschen nach Stacheln aus. Ich könnte rüberspringen, aber ich kann auch vielleicht mich irgendwie. Ich versuche mal durchzuschleichen. Verdammt! Da habe ich wohl so eine Stacheln in den Po bekommen. Na gut, noch einmal. Vorsichtig hier runter. Mit jetzt mit ein bisschen Anlauf rüber und easy as pie. So. Limbo soll ja auch eine ganze Menge Rätsel haben, habe ich gehört. Bin sehr gespannt. Aha, okay, jetzt können wir die Benutzen-Taste mal einsetzen. Toll. Springen wir hier hoch, okay. So. Ich scheine jetzt nicht so viele Optionen zu haben, also kletter ich einfach mal nach unten. Ja, aber der Grafikstil von dem Spiel ist schon nicht schlecht. Das hat was. So, wo geht's hier weiter? Wahrscheinlich hier links. Aha, haben wir? Sind hier Stacheln? Nö, hier kann ich drunter, oder? Oh, da ist Wasser. Okay, und ich kann anscheinend nicht schwimmen. Sehr gut. Und ich sinke immer weiter nach unten. Toll. Okay, ich sehe schon. Das wird eins dieser Spiele. Wenn das jetzt hier gleich am Anfang schon so losgeht, dass ich hier dauernd sterbe, da kriege ich ein bisschen die Muffe, wenn ich hier an die Zukunft von uns denke, was dieses Spiel angeht. Aber gut, das ist ja auch schön, Leuten beim Versagen zuzugucken. Oh, ich kann hier so ein bisschen hinterher schaukeln. Naja, nicht so wirklich. Aber wahrscheinlich wird uns das später nochmal ermöglicht werden. Jetzt hier mit Anlauf, zack. Na, also. Okay, ist dann schon dunkel. Das ist witzig, wie man die Augen immer sieht. Egal wie dunkel es ist, ich weiß immer, wo ich bin. Oh, nice. Whee! Vorwärts, Männer! Nach Konstantinopel! Was kommt jetzt hier? Kann ich irgendwas machen? Das fährt ja von ganz alleine. Ich kann das Boot zum Schaukeln bringen. Rap, 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 rap. Na, ein Glück ist mein Papa nicht da. Der würde jetzt hier wieder ordentlich rummeckern, dass ich im Boot nicht so rumalbern soll. Aber jetzt gibt's hier niemand, der auf mich aufpasst. So, wie sieht's aus? Wie komme ich weiter? Klatsch. Okay, so schon mal nicht. Ja, hier ist ein Griff am Boot. Okay, alle klar, ich sehe schon. Die Rätsel werden wohl doch nicht so schwer. Zieh das Boot, kleiner Junge. Okay. Dass man auch wirklich nicht weiß, was das hier ist und wie ich hierher komme und wer ich bin. Sehr mysteriös. Kann ich jetzt einfach rüber? Nicht schlecht, der Junge. Nicht schlecht. Hier nach rechts, genau, haben wir. Also anscheinend scheint das grobe Ziel mal zu sein, einfach nach rechts zu kommen. Okay, wieder ein bisschen Wald. Ist nicht schlecht, ey, das ist alles so verwaschen und so undeutlich so. Vielleicht trägt dieses Spiel nicht zu Unrecht den Namen Limbo. Das sieht übrigens ziemlich fies aus. Ich glaube nicht, dass ich damit Anlauf rüberkomme, oder? Na, ein Glück ist das schwarz-weiß. Sonst wäre das ja Altersfreigabe ab, keine Ahnung, 18 oder so. Wobei ich gar nicht weiß, was eigentlich hier die Alters... Okay. Na,
So, ein Klacks. Jetzt einmal hier rüber. Zack. Und dann nochmal hier. Oh, das... Sehr gut. Ich dachte schon, das habe ich nicht geschafft, aber... Ich habe einfach zu wenig Vertrauen in meine eigenen Fähigkeiten. Okay, was ist das? Es sieht aus wie irgendein Stück Fleisch oder so, was von Fliegen gegessen wird oder so. Oh Gott, ich will mich da gar nicht zu sehr mit auseinandersetzen. Wahrscheinlich mache ich jetzt einfach mal das hier so. Springe hier ran, dann fällt das runter. Genau. Okay, ich habe jetzt nicht erwartet, dass das so viel bringt. Aber mir war schon irgendwie klar, dass man diese Falle da unten einsetzen muss. Die sah doch ganz verdächtig aus. Zack, 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 zack. Sind wir jetzt in der Höhle? Oder ist das noch weit? Nee, ist noch weit. Oder eine sehr große Höhle, die ein paar Löcher in der Decke hat. Wow, 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 wow. Ah! Krass. Nicht der harmloseste Wald. Ich habe mich als Kind auch mal im Wald verlaufen, aber da ist zum Glück nicht so viel Action passiert. Keine Fallen, keine rollenden Steine, war eigentlich ganz entspannt, jetzt so rückblickend betrachtet. Aber ich war genauso allein wie dieser Junge. Ja, das könnte jetzt wirklich ein Trauma sein, was gerade aus mir herausbricht. Müsst damit klarkommen. So, was haben wir hier? Ihhh, schmutzig, braunes, graues Wasser mit Fliegenlarven drauf? Okay, aber ach nee, ich kann ja nicht schwimmen, okay. Muss ich bestimmt was mit dieser Kiste machen. Ich ziehe sie einfach mal mit. Na, kann ich jetzt hier vielleicht ran, oder was? Ups, nicht ganz. Ja, haben wir. Uah. Gott. Uah. Okay. Jetzt kann ich schaukeln, genau. Und Sprung, reicht das? Nee, reicht natürlich nicht. Supi. Ist nicht jeder zum Tarzan geboren. Nicht jeder. Erst recht nicht, wenn man irgendwie schwarz ist. Was jetzt nicht irgendwie ein rassistischer Kommentar sein soll, sondern einfach von mir bezogen wird auf das Aussehen meines Charakters. Meines Avatars, sozusagen. So, das haben wir auch geschafft. Springen wir hier rauf. Jetzt wahrscheinlich dann hier links, oder was? Ja, okay. Kräftige Finger hat der Junge. Muss ihm lassen. Jetzt kann ich hier rauf, ja, sehr gut. Links haben wir noch mal so eine... Nee, okay. Anscheinend nicht, hä? Rechts lang, oder was? Klatsch. Oh, ah ja. Okay. Da ist das Wasser gefallen. Ich könnte jetzt echt drauf sein und einfach hinterher springen und hoffen, dass ich im Wasser lande. Aber ich glaube, ich lande dann wahrscheinlich auf diesem Holzding, was ich da gerade reingeschmissen habe. Hä, muss ich hier lang, ja? Okay. Dann hier rüber. Jetzt kann ich mich hier fallen lassen. Okay. Das sieht sehr smooth auf gerade. Ich glaube, ich meister gerade Limbo. Oh. Okay. Hält das aus? Ja, hält aus. Sehr gut. So. Kommen wir damit bestimmt übers Wasser, ne? Bah, wie widerlich das aussieht, die Plörre. So. Okay, das hat jetzt nicht so richtig geklappt. Du kannst mal ein bisschen anschubsen. Jo, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Jo, haben wir geschafft. Was lauert als nächstes auf uns? Mehr schmutzige Wasserpfützen mit Fliegenlarven drin. Fallgruben. Okay, da ist schon mal so eine... Hä, warum hängt das Ding da oben? Ich komme nicht ran, aber vielleicht kommt jetzt hier eine Kiste. Wobei ich jetzt auch nicht genau weiß, was ich mit dieser komischen Schnappfalle da machen soll. Uah! Wow, okay. Woo. The fuck. Okay. Also ich schätze mal, wenn ich da jetzt reingehe... Okay, alles klar. Ich komme wieder zurück. Vielleicht... Jetzt liegt das Ding hier schon ein bisschen weiter... Vielleicht, wenn ich hier ein paar Mal das Vieh auf den Boden hauen lasse. Die Spinne, wie es scheint. Hallo. Okay, ich gehe weg. Oh, Metallgeräusch. Habt ihr das gehört? Weiß ich nicht. Ich hab's gehört. Jetzt muss ich die Ohren haben. So, jetzt nehmen wir das Ding. Ah! Fuck! Crap! Shit! Okay, hat nicht so gut geklappt. Aber ich glaube, mein Ansatz war der richtige. Oh, das ist ja nett, dass das Spiel hier gleich zwischenspeichert. Springen wir einfach mal rüber auf die andere Seite. Schieben das nur noch. Squeaky, squeaky, squeaky. Mein Rücken. So, vielleicht machen wir jetzt so, dass das Vieh hier irgendwie raufstampft. Hallo? Sehr gut. Haha!
So machen wir das immer. Mit Fallen gegen Spinnen. Okay. Ah, es sieht schon ganz schön unheimlich aus. Hm? Ach, die Falle war noch gar nicht bereit. Toll. Hallo, ich bin das. So. Oh, und meine Falle geht auch gleich kaputt, ist ja geil. Und die Spinne ist weg. Yay! Wuhu! Happy Time. Im traurigsten Gebiet überhaupt in der ganzen Spielgeschichte. Sehr deprimierend. Aber ein schöner Kontrast zu Sumitory Dreams. Hier gibt's kein fröhliches Gelächter, kein wildes Button-Mashing, keine flapsigen Kontrahenten, die sich bei jeder Bewegung auf die Fresse packen. Wobei, ich schätze mal, im Laufe des Spiels werdet ihr auch noch hinkriegen, mit ihm auf die Fresse packen. Was ist denn hier los? Was ist das denn? Ich stecke fest. Oh Gott, nein. Nein, 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 nein. Oh, nee. Nee, nee, jetzt, ne? Ich will hier raus. Ich will hier raus. Oh Gott. Ich komme nicht raus. Nee, ne? Ich hab... Ne. Ah. Ey. Toll. Supi. Ah. Ich habe irgendwie Lust auf Zuckerwatte. Wie komme ich denn? Oh, okay, ich kann mich ein bisschen. Jetzt komm, lass mich aus. Oh, okay. Ich sehe aus wie ein Würmchen. Wie? Auf zur nächsten Halloween-Party. Halloween-Party, wie der Deutsche sagt. Zack, zack. Irgendwie sieht das ziemlich witzig aus. Wie? Oh, krass, okay. Vorsichtig, das sieht irgendwie lustig aus. Dab, 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 da! Dab, 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 da! Ah, Potenzial für den nächsten Tanzhit. Zack, zack. Los, Powerwurm. Knapp. Knappe Sache, Powerwurm. Was haben wir denn hier? Okay, ein Stein. Ich setze meinen Körper ein. Toll. Oh Gott, dieser arme Junge, ey. Nicht nur, dass er total in Spinnweben eingesponnen ist, sondern dass ihm auch noch so ein Baumstamm auf den Kopf klatscht. Ist, God damn it. Okay. Frustration steigend. Wie bin ich denn am Anfang hier rübergekommen? Das war doch so einfach. Gab es da einen Trick? Habe ich da irgendwas Spezielles gemacht? Ich rutsche nochmal runter. Yes, haben wir. Okay, das heißt, sobald ich jetzt den Stein hier auch nur ein bisschen hier ins Rollen gebracht habe, muss ich mich sofort verpissen. Weg hier, weg hier, weg hier. Yo, easy, easy. Zweiter Versuch, Alter, zweiter Versuch. Zack, wii, wii. Irgendwie wirkt er fröhlicher in diesem Spinnweben als vorher. So, fuck, warum bewegt sich dieser Stein? Oh, no way. Darf ich jetzt hier nicht auf den Boden fallen? Der Boden sieht wirklich ein bisschen unangenehm aus. Ist das Wasser oder ist da irgendwelche Stachelscheiße? Oh nee, und die Spinne kommt natürlich auch hinterher. Die lässt mich aber auch nicht in Ruhe. Die will sich diesen Snack nicht nehmen lassen. Das sieht ein bisschen unheimlich aus. Und ich muss immer wieder nach links springen, damit ich nicht auf die Stacheln falle. Toll. Super. Okay. Weiter Sprung und weg, 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 weg. Komm, komm, weg. Einfach weg. Einfach weg. Okay, ey, ich bin nicht mehr gespinnwebt. Obwohl, ein kleines Stück klebt mir noch im Ohr. Los jetzt, oder was? Hier ist eine Spinne hinter dir, Junge. Lauf! Lauf! Kriege ich dieses Stück Spinnweben auch mal wieder ab, eigentlich? Ne. Na gut. Oh, ein neuer Freund! Okay. Sehr düsteres Spiel anscheinend. Oh, ey. Wie... so fies. Die Entwickler wissen ganz genau, was ich anscheinend vorhabe. Spiele ich so in 0815? Hm? Entwickler, spiele ich so? Könnt ihr mich so, nein! Okay, krass. Ich muss echt nachdenken, das ist ja ungewohnt. Okay. Ich muss da kurz ranspringen und dann... Okay. Wie gesagt, das Ding fällt schon, sodass es mir nicht gefährlich werden kann. Na dann, nochmal hier mit Schwung in die Sache reinlegen. Na, einmal noch und dann haben wir es, glaube ich. Wee, yay!
Und los geht's. Oh, wo sind wir jetzt? Ist das noch der Wald? Ist so hell. Bin ich tot? Bin eigentlich schon ein paar Mal gestorben. Ich glaube nicht, dass ich tot bin. Uah. Hier war aber mal ein Holzfäller, oder was? Warum sind diese ganzen Holzstümpfe hier so sauber abgetrennt? Ist doch alles merkwürdig. Okay, springe ich auf den... fuck. Crap. Ass. Shit. Okay, alles nicht so einfach. Aber ich gehe einfach mal ganz ruhig und besonnen vor. Wie hätte ich das eben gemacht? Ich bin hier raufgeschwommen und dann zack und dann zack und dann... Ja? Ha! Easy. Dass mir das nicht von Anfang an klar war. Okay. Das war jetzt eben ein bisschen... Glück? The fuck? Alter. Und was sind das für Geräusche? Ah, und hier sind auch Staffeln. Ah. Staffeln, ich meine natürlich Stacheln. Aber Staffeln, wer weiß, was hier noch auf uns zukommt. Vielleicht muss ich auch mal einen kleinen Staffellauf einlegen. Mit einem zweiten Spieler. Was ist das? Das ist nicht wieder eine Spinne. Nee, das ist keine Spinne. Ist das eine Roboterspinne? Kann ich hier einfach vorbeigehen? Oh, ein anderer, krass. Aha, toll. Er hat mich... Die Illusion war wirklich perfekt, mein Freund. Ziemlich fast gekriegt. Okay, Wasser, springen wir einfach rüber. Das muss ja nicht sein. Hm? Cool. Okay. Toll. Brennende Reifen. Muss ich da jetzt dann wieder zurückspringen oder was? Kann ich einfach so springen? Nee, so reicht das nicht. Verdammt. Na gut, ich renne jetzt einfach mal zurück. Wow, Sprung! Ha! Und wieder zurück. Das Gras brennt. Das ist ganz nett mit diesem Schwarz-Weiß. Okay. Quatsch. Warum machst du das da oben? Ihr seid zu zweit? Was habt ihr denn für ein Problem mit mir? Als wäre ich hier irgendwie so eine freie Bedrohung oder ein Monster aus dem Wald. Ich bin nur ein kleiner Junge mit leuchtenden Augen. Kletter, 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 kletter. So, die beiden hole ich mir, ey. Die werden jetzt zur Rede gestellt. Ich springe ihn einfach auf den Kopf. Ach und, jetzt, was war das los? Der eine hat sich hier schon wieder aus seinem Leben verabschiedet. Ey, ihr Kleinpenner. Ich weiß nicht, was die für ein Problem mit mir haben, was ich getan habe, dass sie mich so behandeln. Aber das gibt auf jeden Fall Rache. Na, Junge? Oh nee, und da kommen jetzt zwei... Alter, nee. Fassungslosigkeit macht sich breit. Okay, das erste kommt hier. Also weiche ich dem ersten aus. Na? Und renne sofort. Ja. Safe. Okay, auf die beiden Stacheln will ich eigentlich nicht. Also, ich mal hier ruf. Ja, ja, ja. So ein paar Penner, ey. Unglaublich. Die machen mich echt ein bisschen. Nee, ne? Jetzt zieht er mir einfach diese Kletterliane hoch. Toll. Feigling. Würde sich wohl nicht der Wahrheit stellen, dass er hier ein kleines Kind irgendwie quält. Na gut, wo geht's hin? Gibt's ja eigentlich Level in dem Spiel? Gibt's ja irgendwann einen Punkt, wo das Spiel sagt, ja, erste Szene geschafft. Oh, okay, krass, die Spinne hat das mit den beiden geklärt. Und das ist Wasser, wo ich nicht rein kann. Crap. Die Spinne hat sich meine Leiche noch rausgefischt. Unglaublich. Diese Spinne, ja, okay. Oh Gott. Fucking Spider-Man! Spider everywhere! What's going on, man? Okay, lass mich... Ah, die kommt, die kommt. Die ist ordentlich am Kommen, ne? Oh, crap, wie mach ich das? Kann ich hier hochspringen? Ich glaube nicht, dass ich hier hochspringen kann. Kann ich das hier ranziehen? Nee. Ach, krass! Ah, scheiße! Fuck! Na, sehen wir, wo mich die Spinne hinträgt. Ah ja, okay. Einfach nach da. Na gut, auf ein neues. Ich behandle das mal jetzt sozusagen als Endkampf. Dann können wir ja nämlich irgendwann auch Schluss machen, aber ich glaube, das Spiel werde ich wirklich nochmal weiterspielen. Und schauen wir einfach mal, ob ich jetzt dieser Spinne ein Schnippchen schlagen kann. Ich denke mal, ich bleibe jetzt einfach mal auf diesem Baumstamm hier stehen. Der wird ja von der Spinne hoffentlich hochgemacht. Oh, wenn ich im richtigen Augenblick abspringe, müsste ich eigentlich so ein bisschen so Momentum kriegen. Und ordentlich in die Luft sausen. Ja, danke. Oh nee, ne? Fuck. Ach, crap. Verdammte Spinne, ey.
Aber hier, den ersten Part krieg ich schon ganz gut hin. Also hier Baumstamm ins Wasser und so. Das läuft, ne? Das läuft. So. Wie weit kann ich denn vor auf diesem Ding? Bis hier hin? Oh, okay. Na gut. Na gut. Fuck! Crap! Ach, Mann! Oh, ey, ich werde heute Nacht auf jeden Fall irgendwelche komischen Träume haben. Ich sehe das schon kommen. Okay, nochmal. Ist auch echt schwierig, fröhliche und gut gelaunte Kommentare bei diesem Spiel zu machen. Ich bin eher geneigt, über mein Leben nachzudenken oder so. Na? Wie mache ich denn das am besten? Mache ich das mit Anlauf und dann einfach, wenn das hochhält? Ich versuch's mal so. Ja. Whoop. Yes! Hell yeah! Awesome! Good time! Oh ne. Oh Gott. Ich glaube, mir eine Spinne. Okay. 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 Oh shit. Shit, shit, shit. Kann ich mich hier verstecken? Oh Gott. Okay, aber der Also jetzt. Oh, ich muss wirklich hier wieder anfangen. Ich fasse es nicht. Okay. Ich sag mal, ich versuch's jetzt noch einmal. Und dann ist ja aber auch wirklich Schicht im Schacht. Also, ich muss auch irgendwann mal wieder was Buntes spielen. Ich brauche Farben. So langsam. Juhu! Mr. Spider! Mr. Spider! I'm over here! Come on, come on! Gonna trick the spider. Ja, danke fürs Halten. Haha! Warum habe ich das am Anfang nicht so hingekriegt? Das ist doch gar nicht so schwer. Ach komm, schieb, schieb! So, jetzt mit einem ordentlichen Satz. Ich glaube, ich werde mich einfach hier in dieser Nische verstecken, wenn der wenn der Stein da auf uns zukommt. Zack. Oh, crap. Okay, los geht's, los geht's. Jetzt keine Angst vor der Spinne, keine Angst vor der Spinne. Awesome. Schild gegen Spinne, ich würde jetzt gerne sagen 1 zu 0, aber ehrlich gesagt hat mich die Spinne ein paar Mal gekriegt. Also wahrscheinlich so 9 zu 1 oder so. So, immer meinen ordentlichen Satz rüber. Ich erwarte halt eigentlich jetzt, dass das Ende vom Level kommt oder so. Aber es kann auch gut sein, dass das Spiel einfach eine ewige, dauerhafte Reise ist. Stetig nach rechts. Okay, ein bisschen Wind. Wenn es hier nicht gleich das Ende kommt, dann... Ja, okay, das... Gut. Halt nicht erwartet, dass... so ein kleiner Sprung mich schon ein Leben kostet. Ja, gut, ich will jetzt noch ein bisschen weitermachen. Gebe ich zu, das sperrt mich ein bisschen gekriegt, aber nicht mehr lange. Es scheint ja wirklich keine Indikatoren zu geben, von wegen, ja, Abschnitt geschafft, nicht schlecht, 10 von 20 Punkten, 3 Secrets gefunden. Okay, Slides, Slides, na, nice. Didim, didim. The fuck? Was soll ich machen? Die Spinne hat noch ein Bein, ha? Wow. Okay. Und was mache ich hier? Hier sind Stacheln und da kann ich nicht rüberspringen. Hey. Oh, Spider. Haha, wiii! Komm, Spinne. Vorwärts, Spidey! Spidey? Komm, wir schaffen das, Spidey! Gib nicht auf! Mr. Spider, schläfst du? Wie mache ich denn das? Rutsche ich jetzt einfach hier runter? Nee. Nee. Okay, komm jetzt her. Oh, das tut mir leid. Selbst das, wenn die Spinne mich 10.000 Mal tötet, tut mir das echt leid. Spinnen sind eigentlich voll nett. Die sehen zwar eklig aus, aber irgendwie sind sie nett. Machen Insekten weg, kümmern sich um ihren eigenen Scheiß, machen manchmal ganz hübsche Netze.
Finde ich voll okay eigentlich. Aber ich schätze mal, jetzt kann man wirklich davon ausgehen, dass die Spinne verloren hat und ich gewonnen habe. Ein neues Tier. Jetzt haben wir schon zwei Tiersorten kennengelernt. Spinnen und Vögel. Okay, er hängt da eher rum. Okay, ich will jetzt noch einmal hier rechts auf diese neue Ebene kommen und dann mache ich Ende und Aus und Schluss. Wie mache ich das, ist die Frage. Wahrscheinlich muss ich da irgendwie den Vogel einsetzen oder so. Whoop. Kann ich hochklettern? Nee. Aber hier ran kann ich, okay. Oh, das Seil sieht ein bisschen... Ja. Okay, krass. Naja. Mein zweiter Vorname ist Rätsellöser. Rätsellöser Scheel. Na, da haben wir es geschafft. Das letzte Rätsel für diesen Part. Das war Limbo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde das halt, wie gesagt, nochmal weiterspielen. Wahrscheinlich auch mit euch, weil das einfach optisch ganz nett aussieht und auch inhaltlich irgendwie interessant ist. So ist mal was Neues. Nicht hier von wegen Leute abschießen, Punkte machen, sondern überleben, Albträume erfahren, sich den eigenen Urängsten stellen. Kann ich hier durchlaufen? Ja. Maden im Wasser, glaube ich. Okay, und eine Leiche im Wasser. Naja, das sind doch schöne letzte Bilder. Die können wir jetzt noch ein bisschen sacken lassen. Das war's von mir. Wir sehen uns in ein paar Tagen wieder bei irgendwas anderem. Vielleicht auch wieder Limbo. Who knows? I don't. In diesem Sinne, macht's gut. Schönen Abend noch. Haut rein.